Herzlich willkommen zu unserer heutigen Präsentation. Ich würde ganz gerne mit einer Frage an Sie einsteigen. Wie viele Autohersteller fallen Ihnen spontan ein? Werden wahrscheinlich einige sein. Wie sieht es denn mit Seilbahnherstellern aus? Schon deutlich weniger. Und wie steht es um Achterbahnhersteller? Da wird die Luft wahrscheinlich dünn. Wir stellen Ihnen heute einen der Achterbahnbauer vor und erläutern Ihnen, wie wir dessen Freigabeprozess im Teamcenter durch Datenvalidierung optimiert haben. Mein Name ist Martin Anlicker, ich bin bei der BCT für die technische Betreuung unserer Schweizer Kunden verantwortlich. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Marcel Eigenmann. Ich bin Systemadministrator in der Firma Intermin und zuständig für die ganzen CAD-Arbeitsplätze wie auch PLM von Siemens Teamcenter. Inter was? Sag mal, was macht ihr genau und wer seid ihr eigentlich? Ich glaube, da schauen wir uns einen kurzen Film an. Die Firma Intermin ist ein familiengeführtes Unternehmen seit 1967 und wir sind einer der führenden Hersteller von Amusement Rides für Themenparks. Bekannte Kunden wie Disney, Six Flags oder auch Universal Studios mit den Harry Potter Rides sind Nutzer von unseren Anlagen. Wir sind im Hauptsitz in Schaan im Fürstentum Liechtenstein und in der Schweiz in Wollerau ungefähr 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weltweit beinahe 600. Zig weitere Firmen, vor allem im produktiven Bereich, arbeiten für uns, teilweise auch mit Teamcenter-Integration. Als Portfolio haben wir hauptsächlich natürlich unsere Achterbahnen, dann kommen ganz viele Wasseranlagen dazu. Wir bauen Riesenräder bis zu 120 Meter groß und Freifalltürme, dann Aussichtstürme und zu guter Letzt auch Monorail-Systeme als Public Transportations. Lassen Sie mich ein paar unserer Hauptattraktivitäten mal kurz beschreiben. Da ist zum Beispiel Formula Rossa, die schnellste Achterbahn der Welt. 240 Stundenkilometer innerhalb von 4,5 Sekunden. Steht in Abu Dhabi, echt lohnenswert, da mal hinzufahren und damit Spaß zu haben. Dann die höchste Achterbahn steht in Amerika, King Dakar, fast 140 Meter hoch und am höchsten Punkt auch gleich mal noch ein Freifallturm hingebaut. Richtig amüsant halt. Tarun kennt vielleicht der eine oder andere in Deutschland. Ist die schnellste und längste Multi-Launch-Coaster-Anlage, die wir gebaut haben. 58 Schienenkreuzungen und mehrere Beschleunigungen innerhalb der Strecke. Steht im Phantasialand in Deutschland. Die höchste und längste Wasseranlage kommt ebenfalls aus unserem Haus, steht in Italien und nennt sich die Vertical. Falcon's Fury, der höchste Skyjump. Unglaublich, 120 Meter hoch. Man sitzt gemütlich in der Gondel, wird auf 120 Meter hochgetragen und ganz oben 90 Grad nach innen geklappt und man fällt Bauch voran in die Tiefe. Dann haben wir auch die höchste Achterbahn in Europa gebaut. Die steht in Spanien, die Red Force, 180 Stundenkilometer schnell innerhalb von 5 Sekunden und hoch auf 112 Meter. Wir arbeiten mit 68 Teamcenter-Autoren, davon 43 mit CAD-Integration, 69 Teamcenter-Consumer, als hauptsächlich sind das Projektleiter und dann haben wir noch After-Sales-Leute, die damit arbeiten und noch einzelne andere im Management, die Teamcenter verwenden, um Zeichnungen zu prüfen oder einen Blick drauf zu werfen, wie weit der Stand ist. Aktuell arbeiten alle noch mit Rich Client.
Wir sind mit dem nächsten Update in der Planung und wollen da auch Active Workspace einsetzen. Wie sehen bei uns Freigabeprozesse aus? Die sind noch relativ einfach aufgebaut, weil wir einstufige Baugruppenfreigaben machen. Das heißt, wir geben Baugruppen frei und alle Teile, die darin verbaut sind, werden automatisch mit freigegeben. Review macht der Designer, also der Konstrukteur. Dann wird das weitergegeben an den Projektleiter, der gibt sein Approval. Und mit jeder Freigabe werden zwei Neutralformate im CAD ausgeschrieben über Dispatcher-Module und alle ERP-Informationen gesammelt in einer CSV in einer Schnittstelle an die ERP-Umgebung weitergegeben. Was sind die Herausforderungen? Natürlich wollen wir sauber durchlaufende Workflows haben. Die Reihenfolge muss stimmen. Wir müssen von unten nach oben freigeben. Jede einzelne Baugruppe kriegt einen Workflow und das muss auch eingehalten werden. Da sind wir auf die Mitarbeit von unseren Konstrukteuren angewiesen. Wir wollen eine hohe Datenqualität. Wer will das nicht? Und müssen dafür sorgen, dass alle Pflichtfelder ausgefüllt sind. Es müssen alle Datasets eingecheckt sein, weil sonst bleiben die Workflows stehen. Und die ERP-Daten müssen komplett verfügbar sein. Sprich, alle Templates ausgefüllt und so weiter. Wir wollen in naher Zukunft auch mehrstufig freigeben können, um den ganzen Prozess zu beschleunigen. Bei uns finden viele Reviews vorab statt. Das heißt, Zeichnungen und so weiter müssen nicht zwingend im Workflow nochmals überprüft werden. Und zuletzt wollen wir natürlich eine einfache Erstellung dieser Prüfungen. Martin, wie haben wir das Ganze erreicht? Ja, nach Diskussion der Herausforderungen und Evaluation von mehreren Lösungsszenarien haben wir unser Teamcenter-Add-on BCT Checkit ins Spiel gebracht. Dieses ist, so am Rande erwähnt, auf dem globalen Siemens-Preisbuch und kann von Siemens selber wie auch von allen Siemens-Partnern weltweit vertrieben werden. Regelbasierte Prüfungen können vor Ausführung von Teamcenter-Workflows, aber auch in Teamcenter-Workflow durchgeführt werden. Was heißt das denn genau? Zum einen kann man zum Beispiel vor Start des Workflows prüfen, ob alle Datasets eingecheckt sind. Man kann prüfen, ob untergeordnete Baugruppen bereits freigegeben sind. Man kann beispielsweise prüfen, ob die Items mit dem richtigen Projekt verlinkt sind. Im Falle von kundenspezifischen Neutralformaten, wo dann der kundenspezifische Zeichnungsrahmen reingesetzt werden soll, kann auch geprüft werden, ob halt für das entsprechend richtige Projekt anhand der im Projekt-Item gesetzten Parameter der richtige Workflow gestartet wurde. Es können Prüfungen durchgeführt werden, um zum Beispiel sicherzustellen, dass keine Positionsnummer doppelt vergeben ist, und man kann auch die Aktualität der Zeichnung gegenüber dem Modell prüfen. Wenn so eine Prüfung fehlschlägt, bekommt der Benutzer einen visuellen Report, wie man rechts auf der Folie sieht, der ihm halt, sag mal, genau zeigt, was hat funktioniert in dieser Prüfung und was ist fehlgeschlagen. Bei dem Fehlgeschlagenen hat er alle Informationen mit einer Verlinkung zum entsprechenden Objekt, sodass er möglichst effektiv den Fehler beheben kann, den Workflow nochmal starten kann und so im Prinzip der Workflow dann sauber durchläuft. Die Regeln werden als Objekte in Teamcenter verwaltet. Um diese Regeln zu konfigurieren, steht eine webbasierte grafische Oberfläche zur Verfügung, der sogenannte BCT Checkit Designer, wo man dann entsprechende Regeln nach dem Baukastenprinzip auch zusammenstellen kann, so Abhängigkeiten schaffen kann und entsprechende Ereignisse verknüpfen kann. Nach der Installation von BCT Checkit kommt da auch eine Bibliothek mit vordefinierten Regeln, die als Basis für eigene Regeln verwendet werden können und auch angepasst werden können. Und wenn das dann gemacht ist, kann das einfach während dem laufenden Betrieb nach Teamcenter publiziert werden. Es sind so also keine zusätzlichen aufwendigen Konfigurationen über die Workflow-Händler mehr erforderlich. Und es ist auch beim Deployen dieser Regeln nach Teamcenter keine Downtime erforderlich. Und Marcel, was hat euch das Ganze jetzt gebracht? Natürlich hat das einiges gebracht. Zum einen können wir jetzt alle Daten vor der Freigabe schon mal vorprüfen. Das erhöht natürlich die Datenqualität, gerade was das ERP betrifft. Als weiteres können wir
nun die ganzen Freigabeprozesse verschlanken, was weniger Aufwand für mich als Administrator bedeutet, denn weniger Fehler im laufenden Workflow werden aufpoppen. Die schnellere Freigabedurchläufe durch die Verschlankung der Prozesse ist ein riesengroßer Vorteil. Und für den User, für den Konstrukteur gibt es eine spielerische Fehlersuche. Das heißt, er kann, wenn eine Fehlermeldung auftaucht im BCT-Checkit, gleich auf diese Meldung klicken und er springt automatisch zum Feld, das noch nicht ausgefüllt ist, oder zur Zeichnung, die er noch aktualisieren und speichern muss, bevor er in die Freigabe geht. Ebenfalls erreichen wir so eine Erziehung unserer Konstrukteure, ihre Daten doch vorab schon mal sauber zu erstellen. Er ist nämlich auch fähig, eine Vorabprüfung, ein sogenannter Dry Run, zu machen und kann weit vor der Freigabe schon mit einer kurzen Prüfung seiner Daten starten. Das erleichtert natürlich auch meine Arbeit, denn weniger Fehler im Workflow ergibt auch weniger Arbeit für den Systemadministrator. Oftmals ist es ja so, dass wenn ein Workflow steht, kommt eine kryptische Meldung aus Teamcenter und der User ruft automatisch mich an und fragt, was er jetzt zu tun hat. Ebenfalls kann ich als Administrator sagen, dass der BCT-Checkit Designer ein sehr, sehr hilfreiches Tool ist, denn man kann relativ einfach neue Tests generieren, entwickeln, austesten und, wie Martin schon gesagt hat, ohne eben eine Downtime zu haben, gleich ins System deployen. Das war unsere Präsentation der Firma Intermin zusammen mit BCT Technologies. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Bei Fragen dürfen Sie uns beide auf jeden Fall gerne kontaktieren. Nebst zahlreichen Fragen, die Sie uns wahrscheinlich schicken werden, freuen wir uns natürlich auch über Ihr Feedback zu dieser Präsentation. Unten finden Sie die Kontaktdaten von uns. Sie dürfen uns jederzeit gerne per E-Mail oder auch über LinkedIn kontaktieren. Vielen Dank.